Jesus sagt, schließt Frieden mit allen. Dann seid ihr frei von den Fesseln der Vergangenheit. 2. Juni 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann. Möge der Herr Jesus uns mit Wachsamkeit und Energie segnen, während wir leben, um ihn zu erfreuen und andere mit Nächstenliebe zu berühren. Möge er uns mit seinen Anliegen beschäftigt vorfinden, wenn er kommt. Jesus begann, meine Lieben, es gibt im Moment kaum mehr zu sagen, außer Ermahnungen zur Heiligkeit. Und vor allem für die Menschen um euch herum zu sorgen und für jene, die ich euch sende. Schließt Frieden mit all jenen, gegen welche ihr einen Groll hegt. Lasst keinen Groll zurück. Lasst keine losen Enden zurück. Sorgt dafür, dass ihr mit allen Menschen Frieden schließt, so gut ihr könnt. Für einige wird dies ein sehr schwieriges Unterfangen sein. Aber darf ich sagen, je schwieriger, desto notwendiger ist es. Einige werden tiefe Schuldgefühle haben, wenn ihr nicht mehr da seid. Ich möchte, dass ihr ihnen das jetzt abnehmt. Schließt Frieden mit ihnen. Es mag nicht eure Schuld gewesen sein, aber ihr könnt euch trotzdem entschuldigen. Das ist mein Anliegen, ihr Lieben. Ich möchte, dass ihr frei und rein seid von allen irdischen Verstrickungen, wenn ich für euch komme. Ich möchte, dass ihr völlig frei seid von Verbitterung und Unversöhnlichkeit, die euch in der Vergangenheit verstrickten, und auch frei von anderen, die noch immer verbittert sind wegen euch. Ihr könnt es nicht allen recht machen, aber ihr könnt zumindest versuchen, die Konflikte der Vergangenheit zu lösen. Mit der Zeit kann ich mit jenen zusammenarbeiten, mit denen ihr in großer Demut versucht habt, Frieden zu schließen und ihre Fesseln der Vergangenheit zu lösen. Denn wahrlich, die Tyrannei der Erinnerungen ist ein langsam tötendes Gift, das einer Seele das Leben der Gegenwart raubt. Wenn ihr einmal Frieden geschlossen habt, so gut ihr könnt, und euch dann der Feind mit Schuldgefühlen und Verurteilung oder mit Dingen der Vergangenheit bombardiert, die ihr nicht mehr bereinigen könnt, so lasst sie in den Ozean fallen wie einen Stein. Ringt nicht mit hätte ich nur nicht. Ganz einfach lasst sie wie einen Stein in den Ozean meiner Barmherzigkeit fallen und überlasst mir die Klärung. Die Tendenz, diese Gedanken zu bekämpfen oder vernünftig zu begründen, zieht euch nur tiefer in den Konflikt hinein. Ich habe schon eine Lösung zu meiner Zeit. Ich habe schon eine Regelung zu meiner Zeit. Diese Dinge mir zu übergeben, ist eure sichere und gesunde Antwort darauf, dass sie gelöst werden. Dann seid ihr frei von den Fesseln der Vergangenheit und ganz hier bei mir, ganz mein, nicht angekettet an schuldbeladene Gedanken aus der Vergangenheit. Dies ist ein Geheimnis eines freudigen Lebens in mir. Wirklich direkt hier und jetzt bei mir zu sein, genauso wie ich hier bei euch bin. So viel Schönes zieht an euch vorbei, weil euer Verstand mit der Vergangenheit oder der Zukunft beschäftigt ist. Wenn ihr euer Herz sorgfältig geprüft und bereut habt, könnt ihr jetzt mit mir leben, denn die Vergangenheit und die Zukunft liegt in meinen Händen. Ihr sollt wie ein kleines Kind sein, das die Hand seines Vaters festhält und mit ihm die Küste des Lebens entlangschreitet und immer wieder neue Freude an den Schätzen und Gelegenheiten findet, die ich jeden Tag vor euch bringe.
O, wie gesegnet ist die Seele, die all ihre Sorgen in meine fähigen Hände gelegt hat. Ich werde ganz sicher ununterbrochen mit ihnen kommunizieren, denn ihre Gedanken sind frei von irdischen Belastungen. Ihr seid wunderschön anzuschauen, meine Bräute. Lasst eure Stirn nicht von Sorgen über die Vergangenheit oder Zukunft runzlig werden. Das beeinträchtigt nur eure Schönheit und offenbart euer fehlendes Vertrauen in mich. O, wie schön ist die Seele, deren einziger Ausdruck das Staunen und der Friede meiner Gegenwart in ihrem Leben ist, von Augenblick zu Augenblick. Ihr habt gesehen, wie einige reife und ältere Christen immer noch jung aussehen. Der Friede, den ihr auf ihren Gesichtern ruhen seht, ist die Frucht der sorgfältigen Zurückweisung jener Gedanken, mit denen der Feind euch ständig bombardiert, um euch zu zermürben und euer Leben zu verkürzen, indem er euch Verbitterung und Gewissensbisse einimpft. Glücklich ist die Seele, die sich mir ganz hingibt. Ich kann wahrlich die Freude eures Gesichtsausdruckes sein, von Augenblick zu Augenblick. Lasst diesen Frieden jetzt mit euch sein, meine wunderschönen Bräute. Sorgt dafür, dass ihr keine losen Enden zurücklässt. Vielmehr segnet jene, die ihr gekannt habt, mit der Freiheit der Vergebung und der brüderlichen Liebe. Ich bin mit euch. Ich werde ihre Herzen berühren.